Hallo und willkommen zum 15. Part bei der Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind jetzt gerade in Ebene von Hyrule und da geht's weiter. Oh, das ist die Ebene. Tatsächlich, das ist eben das Schloss. Nee, genau. Das ist die Ebene von Hyrule. Los geht's mit Part 15 von der Legend of Zelda Tears of the Kingdom, genau. Wir haben 4 Schreine und 10 Crocs. So. Was geht hier ab? Das Problem ist eben, wir haben. Ist es ein Croc? Scheint ein Croc zu sein. Nee. Ja, da war ich ja schon, da habe ich den Stein gefunden. Mit dem Krog. Weil heute wird nicht so viel passieren, eben weil ich wieder grunden. Obwohl ich glaube, das habe ich schon gegründet. Genau, das habe ich schon gegründet. Jetzt geht es hier weiter. Mit der Grunden. Weiß nicht. Der Ort sieht. Also ich erkenne den Ort nicht wieder, wenn ich ehrlich bin. Laufen die auch schon Wächter rum? Ist das ja ein bisschen blöd am Anfang, wenn ich bin. Aber hier ist der Turm. Das ist ja gut, eben, wenn wir erstmal den Turm holen. Also wenn wir darauf kommen, eben mit der Ausdauer, die wir jetzt haben. Das ist schon wieder ein Monsterlager. Dies ist eben das erste. Das wäre eben das erste Monsterlager, das hier wäre. Bei dem Feuer. Oh ne, das könnte jetzt zum Problem werden. Oh ne, das wird nichts. Wo ist weg von dem Typen? Alter, der glitscht einfach in die Wand rein. Gesiegt. Oh, nee. Bockbinhauer. Abgenutzt und nicht sehr scharf, aber recht hart. Erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und kann aktiv zusammen mit Klangetier zu Medizin zu verarbeitet werden. Okay. Und was hat der andere gedroppt? Gibt es sonst irgendwas Richtiges? Die gute Kisten eben müssen noch. Da ist noch eine Kiste. Ich glaube, hat jemand nicht geschaffen, weil. Ja, Holzpfeile sind super, die kann ich gebrauchen. Hat sie eben nur erkunden dran, eben, weil ich mich das neue Gebiet eben erkunden. Mal schauen, ob wir Crocs finden oder so. Hyrule-Pilz, der am weitesten verbreitete Pilz der Wälder, Hyrule. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei Verzehrherzen auf. Okay, den Hyrule-Pilz. Weiß nicht, gibt's den Croc? Den Ort kenne ich doch eigentlich auch irgendwoher, glaube ich, aus dem Spiel. Nee, hier ist kein Croc. Die Frage ist eben, ob hier überhaupt in den Wald ein Croc ist. Der Wald ist eben sehr groß, das ist das Problem. Wir sollten erstmal zum Turm gehen, weißt du. Dann haben wir wenigstens irgendeine bessere Übersicht und. Ja, gut, jetzt ist es noch einfach, die Gegner zu besiegen. Nee, ich habe zu wenig Herzen, ich will die wieder nicht angreifen. Da habe ich zu wenig Herzen dafür. Das ist das Hyrule-Gras. Dieses grüne Kraut wächst auf seit Zeiten Hyrule. Als Hostet hilft es mehr Herzen auf als ich. Also merkt ihr hier alles mit dem, was du in Hyrule-Items findest. Weil sonst
haben wir echt ein Problem. Am besten wäre es eben, wenn ich die Karte erstmal habe. Das heißt, ich weiß nicht, es sind glaube ich Türme wieder eben, wo man raussteigen muss. Die Frage ist eben, wo ist der nächste Turm? Aber eigentlich wäre es schon lieber, wenn ich die Karte hätte, um ein bisschen Überblick zu haben. Klar, das ist die Ebene, aber hier scheinen keine Wächter unterwegs zu sein. Wäre ja auch Blödsinn, hätte ich mir eine Chance gegeben, wenn ich da nicht nur vier Herzen habe. Da habe ich eigentlich eine Chance dagegen. Hier entlang. Am Fluss. Da kann man eh noch nicht rauf, oder kann man da rauf? Das ist ja nur ein langweiliger. Ah, da kann ich mir vorstellen, dass ein Charakter drin ist. Und das Monsterlager. Nee, das ist kein Charakter. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll, das Monsterlager. Das ist ein bisschen problematisch, wenn du mich fragst. Es sind schon viele Monster, das ist das Problem. Nee, es sind zu viele Monster, oder? Weg hier. Dafür wieder eine Stärkung finde ich eben, weil ich habe nur noch. Scheiße! Ich hätte doch sehr nur mit dir gewesen, das da einzugehen. Das bringt nichts. Warte, da hinten ist doch was. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Scheiß Viecher, dich, Mann. Nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Da vorne ist ein Stall. Und irgendwo ist hier auch ein Schrein gewesen. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Stall. Weil da können wir uns auch heilen, kostenlos. Nee, wir haben ja keine Rubine. Ach Mann! Obwohl, wir könnten uns Rubine holen, wenn wir eben, weil wir haben ja. Wir haben ja genügend. Ja, ich weiß, ich bin geschwächt, aber das Problem ist eben, es gibt einfach viel ziemlich High-Items eben auch. Ja, ich habe das kaum welche gefunden, das ist mein Problem auch. Was ist denn das? Diese Mayonis leben also in Höhlen, ja. Ayui? Wow. Er schreckt mich doch nicht so. Ich dachte mir, mir bleibt das Herz stehen. Bist du etwa auch wegen der Morris hier? Ah, ich hab's mir gedacht. Hast du dich auch
losgeschickt haben. Es gibt ja wohl diese Kreaturen, die in Höhlen hausen, nennt sie Majoes. Sie leuchten erscheinend blau und können sich an Wänden festhalten. Richtig unheimlich. Da waren zwei seltsame Leute am Strand des Waldes. Der liegt in Eldin, nördlich von hier. Die beiden wollten, dass ich ihnen was besorge, das Majoes hinterlassen. Dich haben sie also auch losgeschickt. Sie haben mir auch eine wertvolle Belohnung angeboten und da war ich Feuer und Flamme. Andererseits scheint es mir etwas heikel, mich einfach so in eine wüste Höhle zu wagen. Die Belohnung ist allerdings wirklich verlockend. Ja, aber das Problem ist eben, ich weiß nicht, was da auf mich wartet. Also wo ist der Stall? Ja, eigentlich da. Weil ich kann mal nicht daheim, weil... Das Problem ist eben, ich habe nur 4 Herzen. Ich bin so einer, der haut immer drauf, ohne in Deckung zu gehen. Das ist ein bisschen mein Fehler. Ich mache etwas, ich tue etwas eben, und dann, also ich greife eben an und dass sie mich eben zu oft treffen, ist das Problem. Stall der Sümpfe, Ebene von Hyrule. Hast du, gut, den kann man nicht. Da müsste ich eben was verkaufen. Was ist denn los im Angebot? Das labern sie nicht zu. Wir haben ja ein bisschen Rudonit eben. Weil wir brauchen das Geld. Dann verkaufen wir alles, was wir so haben. Leuchtsamen, Flederbeißer. Sperrenstein 10-mal. Und eben nochmal die Opale verkaufen. Hast du das im Angebot? Kreuzfalle, Wasserfrucht, Spurkritte, Öschflügel, Fettgröte. Jetzt kaufen wir uns mal genügend Pfeile erstmal. Und eben noch das hier. So, das wäre das schon gewesen. Vielleicht gibt es hier ein paar Highlight-Items zu bekommen, weil bei die Stelle haben wir öfters mal viele Items. Nee, nur Holzpfeile. Die habe ich eigentlich schon zu Genüge. Hacke, robustes, langschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern, wenn man damit umzugehen weiß, leistet es auch als Waffe passable Dienste. Was ist mit dir? Ich habe erstmal genug davon, Stelle auszumisten. Mal sehen, ob die Zeitung irgendetwas Interessantes zu bieten hat. Zu berichtet nun. Dorfversteherin verleiht Kariko einen neuen Schwung. Susanai Forschungsgruppe tritt an Kranzruinen. Ehemals vom Bevölkerungsschwund bedroht, wird Kariko nun zu einer beliebten Touristenattraktion. Die mysteriösen Kranzruinen wurden zu einem Symbol für Begegnen und erfreuen sich wachsende Beliebtheit. Ich hatte mir schon gedacht, dass es darunter und drüber geht. Dann irgendwo einfach so Ruinen drumherum fallen. Denn diese Dorfversteherin muss alle Hände voll zu tun haben, wenn sogar die Zeitung schon darüber schreibt. Okay. Irgendwas ist in Kirche runtergefallen. Es ist das Holzkelle. Wird zum Umrühren und Anstecken von Suppe verwendet. Kann aber dank des harten Holzes auch außerhalb der heimischen Küche zum herzhaften Austeilen eingesetzt werden.
putzen. So spät am Tag noch bei der Arbeit, fleißig. Willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst aussuchen kannst. Und du hast da keine Stallmitgliedschaft. Unser Stall ist nur im Rahmen einer Stallmitgliedschaft bei den Pferdefreunden zugänglich. Da musst du dich registrieren, bevor du ihn nutzen kannst. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Link, ausgezeichnet. Gut, wir werden uns dann um deine Registrierung kümmern. Und du weißt du, wie Stelle funktionieren? Nein, wie? Erkläre ich es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und derzeit von einem beliebigen Unterstelle wieder abnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde gegeben. Fange eines und bring es hierher. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst mehrere Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wegsehen. Und noch einmal, willkommen in unserem Stall. Willst du bei uns übernachten? 20 Rubine. Malambett. Ein Malambett? Wenn du in einem Malambett übernachtest, ist dein Schlaf sehr viel erholsamer. Außerdem erhältst du eine Weissagung des Pferdegottes Malung. Also das bleibt liegt bei unseren Gästen. Okay. Dieser besondere Server steht allerdings nur Gästen zur Verfügung, die uns 7 Stallpunkte gesammelt haben. Stallpunkte? Gut, dann von vorne. Also ich kann das gar nicht machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das machen sie jetzt in der Sinne. Es ist Stallpunkte. Was ist ein Stallpunkte, bitteschön? Ja, sorry, ich habe mir den Herzen noch gefehlt. Ja, was zum... Der Blutmond. Der Blutmond. O Mond, in tiefes Rot gefärbt. Zelda. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Haben sie mich angreifen? Und dann die greifen nicht an, oder? Ja, wir haben wieder. Guten Morgen, fühlst du dich erholt? Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Ich habe vergessen, dass du dir so erklären, wie Stallpunkte funktionieren. Stallpunkte? Ganz genau, da behandelt es sich um ein Prämiensystem für Ställe. Immer wenn du einen Stall nutzt, erhältst du Punkte. Du bekommst Punkte für das Registrieren von Pferden, für Benachrichtigungen und so weiter. Und zwar in jedem Stall, egal wo. Du bist heute zum ersten Mal hier im Stall der Sümpfe und hast sogar schon hier geschlafen. Da erhältst du 2 Stallpunkte. Stallpunktkarte. Wenn du die Dienste eines Stalls nutzt, erhältst du Punkte, die du gegen grandiose, teure Prämien eintauschen kannst. Punkte bis zur nächsten Prämie 1. Also irgendwie Cashback geben bei uns. Oder Payback. Alter, die haben hier Payback reingebracht. Payback oder Cashback, wie auch immer. Sammle Punkte, um viele großartige Payments für dich und deine tierischen Kleider zu erhalten. Prämien erhaltest du über das Stallmitgliedschaft dort drüben. Darin findest du auch alle wichtigen Informationen, zum Beispiel bei Prämien und die Stallsitzung. Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Leute, die eine Quest haben? Nee, sieht nicht so aus. Gibt es sonst irgendwas noch zu entdecken hier? Oder können wir weitergehen? Weil ich möchte eigentlich zum Schreien. Ach, ich liebe die Stallmusik. Die ist Wasserfrucht. Diese Frucht enthält in der Andruck stehendes Wasser. Als Kochzeit erhöht sie dank ihrer natürlichen Schmiermittel deine Schwimmgeschwindigkeit. Es lohnt sich eben nicht zu kochen, weil ich habe viel zu viele Items. Oh, der hat eine Quest für uns. Was weißt du denn für uns? Ah, ein Gast. Es wird dann langsam hell, aber trotzdem willst du den Wald da hinten meiden. Ein schlagkräftiges Monster, das sich seit neuestem in der Gegend dreht, hat sich hier mit einer Brande eingenistet. Das ist ein ganz kleines Ungeheuer. Sieh das nur an. Und nee, sag jetzt bloß, dass da ein Hinox kommt oder irgendwas.
Ich habe so hart gearbeitet, um einen Brunnen zu bauen. Doch jetzt können wir ihn nicht nutzen wegen der Monster. Ehrlich gesagt, ist das eben mit dem Brunnen nicht mal so das Schlimmste. Ich habe einfach einen neuen gebaut. Aber jetzt habe ich auch so viel Angst, dass die Monster es nachts schon angreifen, dass ich nicht mehr schlafen kann. Oh. Wenn ich sie von hinten angreifen könnte und dass sie es mir merken, dass sie mich sehen, könnte ich sie vertreiben. Aber das schaffe ich nicht. Wenn jemand wenigstens das größte Monster verjagen könnte. Oh. Deshalb jedenfalls solltest du es versuchen, mehr in den Wald da hinten zu gehen. Ein ungelander Gast. Oh Mann. Ja, Problem ist eben, ich bin noch sehr schwach. Wo ist denn der Schrein eigentlich? Okay. Der ist da hinten, oder? Er ist hinter dem. Er ist hinter dem. Also der Schrein ist da, obwohl ich habe ein Problem, oder? Nee, ich weiß nicht, ich bin dafür nicht gewappnet, das ist das Problem. Obwohl, ich könnte mir auch das Fleisch besorgen. Wo der ist jetzt weg. Komm! Ja, wo ist denn der Schrein? Ja, da, aber da ist doch das Monster. Ich will eben nicht hin, weil das Problem ist eben, die Monster, ich hab's einfach viel zu Herzen. So. Hyrule-Tannenzapfen. Wächst an Bäumen in ganz Hyrule. Er enthält Ort, Öl und brennt, da gut, wird er ins Feuer geworfen, lässt er es aufluddern. Ja gut. Was ist denn das? Was ist das? Also irgendwas führt mich dahin. Noch nicht, weil die zeigen in die falschen. Oh nee! Okay, ich kann gegen die. Oh nee, jetzt haben die mich gesehen. Ich bin doch viel zu weit weg, ehrlicher Mann. Das kann doch wohl nicht in den Ernst sein, dass sie mich jetzt gesehen haben. Ich habe mir jetzt auch ich hab keine Chance gegen die. Ich muss sie irgendwie angreifen. Alter, das Problem ist eben mehr, dass die. Der entschlippt doch mal nicht, Mann. Dass der nicht sterben will, ist echt blöd. Trinkt er zum Glück.
Willst du aber aus dem Wasser rauskommen? Okay. Ja, ich weiß nicht. Ins Wasser gehe ich nicht, ich habe ziemlich Herzen. Ich frage sie eben nur, wie viele Monster haben wir noch. Wir haben jetzt einen Extravos besiegt. Ich weiß nicht, welches Monster ist hier noch hier? Extravos Horn, ein dünnes, scharfes, mästerliches Horn. Es verstärkt Waffen aber, oder kann mit Kleingetier zur Medizin verarbeitet werden. Okay. Extravos Schwanz. Sehr beweglich und dehnbar. An der Waffe angebracht wird ihre Reichweite. Okay. Extravos Sporen. Der Sporen von Ellenbogen eines Extravos. Dank seiner Aerodynamik. Aerodynamik kann er die Angriffskraft von Feinden mehr als üblich erhöhen. Mehr mit Kleingetier verarbeitet, ergibt er eine Medizin. Also es gibt ja keine Monster. Jetzt. Exalbogen. Der Bogen eines Exalfors. Gefertigt aus Holz und dem Knochen eines großen Fisches. Stärker als ein gewöhnlicher Holzbogen. Okay. Also das ist ja jetzt besiegt. Das war also nur ein Moblin, der hier der Anführer war. Bumerang. Der Bumerang ist ziemlich zerfressen, aber er erfüllt seine Aufgabe trotzdem, wie gehabt. Lustigerweise kehrt er nach einem Move zurück. Tut es zurück. Ein Schild, Exalschild. Der Exal, der Lieblingsschild von Exalfoss-Kriegern. Er ist immerhin aus Metall, aber so primitiv gefertigt, dass er nicht vielen Angriffen standhält. Wie viele Schilde haben wir? Also wir haben hier ein Schild, das fast zerbricht. Das können wir eigentlich nicht treffen. Dafür nehmen wir den Extrafisch. Wir haben hier einen Felsbrummkummer, eine Prügel. Na gut, hier bricht eben fast der Fisch schon auseinander. Aber ich möchte die eigentlich nicht treffen, weil die hat sehr viel Anschlusskraft. Ein Hammerei. Warum kann ich da reinfallen? What the hell? Was ist denn da unten? Da habe ich hier eine Geheimhöhle entdeckt, oder was? Mit all diesen Viechern hier. Ich dachte gar nicht, dass da irgendwas drunter ist. Ich dachte, das wäre einfach nur ein gewöhnlicher Brunnen. Da ist hier sogar was. Alter! Ja, wo ist denn hier? Da geht's weiter, okay. Holzfell kommt im Spiel viele, muss ich wirklich sagen. Topas, ein wertvoller Stein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Es wird ihr nachgesagt, dass die Kraft den Blitzen zu enthalten. Er zieht hohe Preise. So, das war auch schon mit dem 15. Paar Netzle, der Legendary. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.